Dieses Problem, Fachkräfte zu kriegen, war immer schon da. Die Seniors holen wir zumeist aus dem Ausland. Wir brauchen euch, wir nehmen euch mit Kusshand, kommt rüber. Die gegenteilige Bewegung ist, dass die Spiele, die wir machen, auch immer aufwendiger werden. Wo kriege ich meine Leute her? Programmierer, Grafiker, Leveldesigner, ich brauche sie, mein Team wächst und ich kriege niemanden, weil in Deutschland herrscht Fachkräftemangel, auch in der Games-Branche. Und dieses Thema und wie wir das beheben können, darüber haben wir schon ein bisschen geredet mit der Linda vor einigen Wochen. Wenn ihr die Folge euch nochmal anschauen wollt, dann lernt ihr ein bisschen, wie das mit der Uni-Seite geht. Aber damit werden wir heute noch ein bisschen weitermachen, denn es ist ein Thema, das uns beschäftigt. Wir, das sind in diesem Fall ich, also Jan von Owned by Gravity. Björn von Piranha Bytes. Und Felix vom GAME, dem Verband der deutschen Games-Branche. Genau, und den Felix haben wir dabei, weil der sich mit allem gut auskennt im Gegensatz zu uns und über Sachen objektiv Bescheid weiß. Und natürlich auch, weil der Game-Verband, und da haben wir auch schon drüber geredet, ziemlich viel tut, gerade in Bezug sowohl auf Nachwuchs für Entwickler selber, also Leute, die eigene Studios gründen wollen, da viel Unterstützung bietet, aber natürlich auch im Allgemeinen zum Thema Nachwuchs. Und dann übergebe ich das Wort einfach mal an den Felix und dann kannst du mal sagen, was ist denn so, was tut ihr denn so, damit wir endlich neue Arbeitskräfte kriegen? Ja, also wir bauen auf dem auf, was ihr schon habt, nämlich ganz tolle Spiele zu produzieren, wo die Leute auch Lust haben, da mitzumachen. Das ist natürlich die Grundlage, sonst können wir keine werben. Aber da sind wir in einer guten Situation in Deutschland, weil immer mehr Spiele hier entstehen. Die Situation, dass wir endlich eine Förderung haben in Deutschland, dass die Politik sich auch bekannt hat für uns als Branche und dass da ganz viel auch im Aufwind gerade ist, das zeigt sich eben auch bei den Mitarbeiterinnenzahlen. Denn allein von 2020 zu 2021 sind 8% mehr Leute in der Games-Branche gelandet und arbeiten da. Und es wird in den nächsten Jahren noch weitergehen. Also wir werden wirklich händeringend Fachkräfte brauchen. Und da tun wir natürlich unseren Teil als Verband mit dazu. Wir haben zum Beispiel hier schon ein bisschen für die, die es noch so oldschool gut finden, so richtig analog eine Broschüre. Und es gibt aber ganz neu auch für die Digitalen unter euch, gibt es auch ein Angebot, das heißt gamecampus.de, Game Campus. Und da finden alle, die sich für die Games-Branche interessieren, Informationen, wie ist denn so ein Weg in die Games-Branche? Was gibt es so für Berufsbilder? Was kann ich denn eigentlich werden? Wo kann ich was machen? Welche Hochschulen gibt es? Welche Studiengänge? Da haben wir also ein ganzes Portal zusammengestellt, weil es wird in der Zukunft so sein, dass auch ihr, lieber Björn und lieber Jan, händeringend nach Leuten suchen müsst, weil eben immer mehr Leute Spiele produzieren und entwickeln. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Ja, ist uns auch schon aufgefallen. Naja, also es gibt noch so eine Fluktuation bei uns, ne? Also, wir sind so in drei Drittel aufgeteilt. Einmal so das junge Gemüse, das immer irgendwie neu dazukommt pro Projekt, das so immer so 4 Jahre dauert etwa, 3 bis 4 Jahre. Dann haben wir so die Gesellen, die mindestens schon 2 Spiele mit uns mal mitbestritten haben. Und dann gibt es die alten Säcke, zu denen gehöre ich, ne? Die schon ewig dabei sind und so weiter. Und diese ganze Fluktuation, die ist immer da gewesen. Das heißt, dieses Problem, Fachkräfte zu kriegen, war immer schon da. Und deswegen freut mich das auch, dass sehr viele Sachen sich jetzt verbessern, gerade in Deutschland und so, dass man auch wirklich sagt, okay, da gibt es Möglichkeiten, jemanden zu bekommen. Früher war das tatsächlich so, da hast du wirklich sehr lange gesucht, bis du mal eine Position besetzt hast. Und das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Und aber das Gegenteilige ist halt irgendwie, die gegenteilige Bewegung ist, dass die Spiele, die wir machen, auch immer aufwendiger werden. Das heißt, der Anspruch wird immer höher. Ja, alles muss mehr cineastisch und am besten fotorealistisch sein. Piranha Bytes Spiele sind immer noch sehr stilisiert, werden aber trotzdem empfunden als Spiele, die irgendwie so dem Fotorealismus eher zugeordnet werden. Und da gibt es auf jeden Fall immer Luft nach oben, heißt es, stellt noch mehr Leute ein. Ist auch super, wenn man ein kleines Studio ist und so, finden wir auch toll. Aber Wachstum muss sein und sowas. Ne? Solche Gegenbewegungen gibt es dann und solche Forderungen an uns auch immer. Und ja, ich kann nur immer sagen, ja, die wachsen aber nicht auf Bäume. Ne? Und das ist halt irgendwo doch schon nicht so einfach gewesen, in der Vergangenheit wirklich Leute zu finden, weil wir ja auch sehr eigen sind, wir Piranhas teilweise so. Ne? Wir gucken schon, ob das auch ins Team passt und so. Ne? Also das ist schon,
Es beschäftigt uns fortwährend, immer und immer wieder. Ja. Ich meine, die Dynamik ist ja auch was, das ist Teil der Games-Branche. Also, dass ja dann Leute sagen, ich will jetzt mal einen ganz anderen Bereich kennenlernen und irgendwie meine Kompetenzen ausbauen, indem ich jetzt zu einem anderen Studio gehe, vielleicht auch ins Ausland. Früher war es auch so, die richtig großen AAA-Projekte gibt es halt nicht in Deutschland, da musst du ins Ausland gehen. Das heißt, wenn du jetzt immer mehr Verantwortung übernehmen willst, bis hin zu einem Studio-Head oder Teamlead, zu den Positionen, dann musstest du in der Vergangenheit zwangsläufig fast ins Ausland gehen. Und das war natürlich schade zu sehen, weil ich glaube, im Ausbildungsbereich, so die Junior-Stellen, da sind wir ganz gut, auch gut geworden in den letzten Jahren. Aber gerade im Senior-Bereich, da wollen wir noch besser werden, auch in dem, wie du es jetzt beschrieben hast, Björn, die Projekte mal anspruchsvoller werden und wir auch was zu bieten haben als Arbeitsmarkt in Deutschland. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz gut. Bisschen Dynamik wird immer bleiben, weil irgendwer denkt dann, ah, ich gehe jetzt vielleicht zu SAP, die brauchen ganz dringend meine Kompetenzen, die ich im Gaming-Bereich gesammelt habe, da kriege ich ein paar Euro 50 mehr und dann nach 2 Jahren sagen, oh nee, das macht überhaupt keinen Spaß, ich gehe wieder zurück in die Games-Branche. Auch okay, also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel passieren und wenn ich gerade von den Kollegen im Verband in Schweden beispielsweise höre, dass sich die Leute in Stockholm stapeln und du wirklich, selbst wenn du jemanden noch findest, der dann keine Wohnung mehr findet oder so, also das völlig überlastet ist als Standort, da haben wir es in Deutschland noch super, nicht nur, weil bei uns das jetzt erst im Aufwind ist, sondern auch, weil sich das bei uns nicht alles so konzentriert auf nur Berlin, so wie in Paris oder London das der Fall ist, sondern in ganz Deutschland eigentlich eine Games-Branche ist und du findest wirklich in München, in Köln, in Berlin, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, in Mitteldeutschland, wir gut gefächert sind als Games-Branche und das ist eine gute Voraussetzung, glaube ich, für die nächsten Jahre fürs Wachstum. Ja, das ist sicherlich wahr, wobei man jetzt merkt natürlich, jetzt kommt der Effekt mit der Förderung. Also wir haben eine Branche, die im Aufwind ist, wir haben eine Branche, die gefördert wird, das ist super. Aber das bedeutet, dass wir tatsächlich anfangen, um alles ab Junior, also alles überhalb von Junior zu konkurrieren. Also wir haben das mit der Linda gehabt, dass die Ausbildung an den Hochschulen massiv sich verbessert haben, also aus Verbrauchersicht sozusagen, aus unserer Sicht, von die wir diese Leute dann bei uns einstellen möchten. Dass das deutlich besser geworden ist, was da rauskommt, dass da auch die reine Menge an Absolventen größer geworden ist, die Qualität der Absolventen besser geworden ist. Das ist super. Also ich habe jetzt auch gerade ein Team aufgebaut, das faktisch nur aus Hochschulabsolventen oder kurz danach besteht oder zum Teil noch Leute, die gerade darin ihren Bachelor oder Master machen. Das ist alles prima, aber das ist natürlich ein Level, wo jemand, der so sozusagen so eine professionelle Geschichte wie der Björn macht, nur bedingt was mit anfangen kann. Du kannst natürlich nicht nur was einstellen. Du hast es gerade angesprochen, auf der Junior-Ebene ist es gut, aber wie habt ihr Ideen oder Strategien, wo ihr sagt, okay, jetzt versuchen wir diese, sage ich mal, mittlere oder Senior-Stufe irgendwie anzuziehen? Denn bisher ist es so, meiner Meinung nach, in den Studios, die wir hier so gemeinsam haben, oder nicht gemeinsam haben, aber gemeinsam betrachten, die Seniors holen wir zumeist aus dem Ausland. Also Leute mit einer ausreichenden Branchenerfahrung, Leute mit entsprechenden Fachgebieten, gerade in den, sag ich mal, in größeren Projekten, gibt es fast nur draußen. Habt ihr da Ideen zu? Oder also nicht, dass ihr dafür verantwortlich wärt, aber vielleicht gibt es ja tolle Ideen. Doch, sind wir mit für verantwortlich, wir sind ja immer in der Verband. Und das sind zwei Wege, über die wir zu den Leuten kommen. Entweder, also erstens, wir werden immer stärker als Games-Branche. Es werden immer, wie Björn auch beschrieben hat, immer größere Projekte. Und damit wachsen die Leute, die hier ausgebildet sind in der Games-Branche, wachsen mit. Aber das dauert natürlich relativ lange. Deswegen braucht es auch den zweiten Weg, nämlich die Fachkräfte aus dem Ausland. Und da engagieren wir uns über verschiedene Sachen, beispielsweise so ganz klassische gesetzliche, rechtliche Sachen, Fachkräftezuwanderungsgesetz war jetzt gerade in der letzten Legislaturperiode ein wichtiges Thema. Und da kommen dann solche Vorschläge auf den Tisch, dass sie sagen, ja, wir wollen es ja vereinfachen, dass die Fachkräfte hier zuwandern können, aber wir machen da so ein paar ganz einfache Maßgaben, die müssen erfüllt werden, zum Beispiel abgeschlossenes Studium, super Deutschkenntnisse und 8 Jahre Berufserfahrung. Dann ist unser Job als Verband hinzugehen und sagen, diese 3 Kriterien, die spielen für uns überhaupt keine Rolle. Denn wenn du einen super Programmierer hast, der irgendwie nach der Schule schon super programmieren kann, dann braucht er kein Studium dafür. Deutsch, klar, soll er hier auch lernen können, aber er muss es nicht schon sprechen können, weil die Studios arbeiten sowieso auf Englisch in der Sprache. Das heißt, das kann auch hier noch gelernt werden. Und zum Dritten, die Berufserfahrung, 8 Jahre Berufserfahrung, ist Quatsch. Warum? Weil wenn du in einer coolen Community warst und schon als Schüler an
angefangen hast zu programmieren, dann bist du vielleicht schon ein Top-Spieleentwickler, der schon gebraucht wird. Also das ist dann unser Job, diese Übersetzungsarbeit zu sagen, was ist spezifisch an der Gamescom, um das zu bringen. Und der zweite Punkt ist Standortmarketing, also einfach bekannt zu machen, dass wir ein super Standort sind, dass die Leute auch Lust haben, herzukommen. Klassiker ist, dass die Amerikaner sagen, was kann ich denn da verdienen in Deutschland? Das ist ja viel weniger, als ich in Amerika kriege an Geld. Das ist dann unsere Übersetzungsaufgabe zu sagen, ja, warte mal, was kannst du denn mit dem Lohn hier machen? Der ist doch viel mehr wert, weil du hast eine soziale Infrastruktur, du hast eine technische Infrastruktur, du zahlst für keine Kita, du musst in die Oper, kannst du gehen für ganz wenig Geld, wenn du Lust hast, in die Oper zu gehen, aber auch ins Theater, ins Konzert und so weiter. Also die Voraussetzungen hier sind ganz andere und deswegen ist dein Gehalt im Zweifel auch viel mehr wert. Und die Leute, die verstanden haben, wie das läuft, die sagen auch, hey, ist ja total spannend für mich und die kommen dann auch. Also Standortmarketing. Die Franzosen zum Beispiel haben beim Brexit eine Kampagne gestartet und das war nicht der französische Verband, sondern es war der französische Staat, gesagt, direkt an die Engländer gerichtet, liebe englische Entwickler, kommt zu uns, Brexit ist total Mist, da werdet ihr Nachteile haben, wir brauchen euch, wir nehmen euch mit Kusshand, kommt rüber. Das hat sich Deutschland noch nicht getraut, aber warum? Haben die Banker gemacht in Deutschland. Ich wohne ja in Frankfurt und die Banken in Frankfurt haben das gemacht. Die sind nach London gefahren und haben so Shows abgehalten und gesagt, hier, ihr seid ja bald demnächst arbeitslos, weil das wird ja alles nichts. Also kommt doch gleich hier rüber, weil es viel geiler. Ja. Warum auch nicht? Also da müssen wir jetzt mit dem Wirtschaftsministerium, das Wirtschaftsministerium ist ja jetzt hauptsächlich zuständig für die Games-Branche und mit denen haben wir das Thema Standortmarketing auf jeden Fall auf der Uhr. Das ist so ein bisschen die Herausforderung einer erwachsenen, nicht erwachsen werdenden Branche, hört sich mir so seltsam an, als ob wir vorher Kinder wären, aber einer größer werdenden, sich durchprofessionalisierenden Branche, die international vergleichbarer sein muss. Das hast du natürlich auch, wenn du dir ein schwedisches Studio anguckst oder ein amerikanisches oder ein kanadisches Studio, dann arbeiten auch da nicht in erster Linie Schweden, Kanadier und Amerikaner, sondern das ist eben ein bunter Mix. Und das hat ja auch einen Vorteil, wenn man, sage ich mal, nicht nur aus dem eigenen Teich fischt. Also so schön das ist, ich baue gerade lauter Nachwuchsteams und die lernen dann auch alle gemeinsam und das ist toll. Aber das ist natürlich was sozusagen auf 5 Jahre angelegt ist und wo man dann nicht über Nacht sozusagen das gleiche Niveau erreichen kann. Und diese Mischung, sobald Leute von draußen reinkommen mit einer anderen Studiokultur, auch im anderen Hintergrund, das ist schon was immer viel ausmacht. Björn, ihr seid noch vergleichsweise deutsch, oder? Also jetzt ohne das Böse zu meinen in irgendeiner Form, sondern ihr habt von euren Leuten, von eurem Hiring schon noch hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, oder? Deutschsprachig, ja. Ansonsten ja. Sind wir sehr divers hier unterwegs in der Firma. Hier gibt es alles. Das ist alles, was uns so zugerannt kam und Bock hatte, bei uns mitzumachen. Haben wir auch eingestellt, wenn es passte. Und das ist halt eine Geschichte, die hat sich so ergeben. Wir werden immer gefragt, ja gut, okay, ihr macht halt das Spiel auf Englisch. Wer schreibt denn die deutschen Texte? Ja, wir machen das Spiel eigentlich auf Deutsch. So, ja, das heißt... Das heißt, es ist schon ein sehr deutsches Spiel auch, was wir immer so machen. Und das wird dann ins Englische übersetzt. Das geben wir tatsächlich auch raus, weil wir keine Native Speaker sind. Das heißt, deutsche Dialoge zu schreiben, das kriegen wir hin, weil wir sind hier Robot-Idioten, ne? Und reden so in unseren Spielen, wie wir an der Bude irgendwie ein Bier bestellen würden. Ja, das ist das. Und das gefällt den Leuten auch wohl. Und das müssen wir auch beibehalten. Das ist eine gewisse Markenzeichen von uns und so. Aber es gibt eine gewisse Schnittkante da, an der Stelle, wo Game Design gemacht wird. Also das Monster heißt dann Wühler, obwohl es der Mutant Wolf ist, beispielsweise. Sowas, ja. Das heißt, der interne Name, die ID, ist halt eine andere als der Name, den man so im Spiel im HUD lesen kann. Und das heißt, das stimmt, ja. Ab der Stufe, da wo es technisch wird und so, das ist alles Englisch, das ist richtig. So, das heißt, Englisch und Deutsch müssen wir hier drauf haben, müssen alle drauf haben und das ermöglicht einen ja auch, Leute hier zu haben, die tatsächlich auch nur Englisch sprechen können und erst hier hinkommen und es Deutsch lernen, ist aber nicht sprechen müssen, weil das ist so, sobald einer dabei ist, der es nicht versteht, wird Englisch gesprochen. Und das ist bei uns auch nicht anders. Das heißt, da unterscheiden uns zu anderen Teams auch nicht großartig. Ne? Und das ist so, ein bisschen schwierig finde ich das schon, vor allem, weil wir halt doch sehr
viel Deutsch sprechen hier auch, ne? Und sobald jemand dazukommt, der das halt nicht kann, dann muss man immer umswitchen. Wenn ich halte ab und zu mal Vorträge oder irgendwelche Seminare an Hochschulen und so, da wird fast ausschließlich Englisch gesprochen. So. Hm. Und das ist schon so eine Sache, das muss man können, klar, aber ist das in Deutschland wirklich notwendig, das tatsächlich in den Studios wirklich immer ausschließlich Englisch zu machen? Weiß ich nicht. Das muss man immer abwägen, finde ich. Aber ich finde es auch gut, wenn wir Verstärkung von draußen bekommen, ganz klar. Und bei uns ist es halt so, dass was kommt, das gucken wir uns an. Und wenn es zu uns passt, dann ist es uns auch egal. Ne? So dieses mit der Ausbildung, was Felix gerade sagte. Ne? Ob man jetzt unbedingt studiert hat oder hast du nicht gesehen, man muss die Leidenschaft mitbringen. Man muss es zumindest irgendwie nachweisen, mal gemacht zu haben, was man da macht. Und wir haben uns immer eher als Ausbildungslager empfunden, eher der St. Pauli zu sein, als ein FC Bayern München, der darauf angewiesen ist, irgendwie für 40 Millionen da vorne den Gomez reinzustellen, Tore zu schießen. Ja? Also wir bilden die Leute ganz gerne selber aus und das werden wir auch beibehalten. Da kommen wir her und da bleiben wir wahrscheinlich auch. Also ich finde es spannend, was du erzählst, dass ihr wirklich schafft, noch in diese, das hinzukriegen, dass ihr deutschsprachig seid, weil bei vielen haben wir ja eben gesagt, wenn du gute Fachkräfte brauchst und gute Leute, dann musst du häufig aufs Ausland gehen und dann freust dich natürlich, wenn die Leute Expertinnen und Experten sind in dem, was sie machen und im Zweifel ist dann nicht so schlimm, wenn sie noch nicht so gut Deutsch können. Das ist natürlich der eine Bereich, einfach pragmatisch zu gucken, wo kriege ich Leute her. Der zweite ist aber auch, und den genieße ich sehr an unserer Branche, dass wir eben so vielfältig sind. Also wenn ich dann sehe, dass ein Studio, dass da häufig 50% der Leute gar nicht aus Deutschland kommen, sondern aus anderen Ländern und du dann im Studio, wo 100 Leute arbeiten, 25 Nationen einfach vertreten hast. Das ist ja eine ganz tolle Vielfalt, wo auch so ein Spiel dann, gucken wir uns mal den Film an. Du machst einen Film, guckst nur auf den deutschen Markt, hoffst, dass ja vielleicht 1-2% auch außerhalb von Deutschland den gucken, aber eigentlich guckst du immer nur nach Deutschland. Das ist bei Spielen völlig anders. Du machst ein Spiel von vornherein auf 5, 8, 10 Sprachen und denkst sofort, so wie Games-Kultur ja auch ist, in einem viel globaleren Sinne. Und das finde ich toll und das muss ich deswegen auch ansprechen, weil wir, hier ist unsere, habe ich eine Karte mitgebracht, weil wir auch eine Kampagne mit der Branche haben, hier spielt Vielfalt, wo wir, finde ich, auch uns gut sehen lassen können, dass wir eben ganz weltoffen und ganz divers und vielfältig aufgestellt sind. Außer heute leider in dieser Talkrunde. Ich habe versucht, die Maren mitzubringen, die bei mir im Team für die Politik verantwortlich geworden ist, aber die ist leider krank geworden. Schöne Grüße an der Stelle. Also auch als Branche müssen wir an der Stelle und an manchen anderen noch ein bisschen besser werden. Im Moment haben wir 25% Frauen in der Branche. Und gerade wenn man bedenkt, dass 50% der Spielenden längst weiblich sind, dann wissen wir auch, dass wir da noch ein paar mehr brauchen. Also müssen noch ein bisschen was machen, weil Vielfalt ist ein super hohes Gut und ist toll, wenn man es vielfältig hinkriegt. Und deswegen bin ich da so engagiert bei dem Thema. Ja, ich glaube, was schon interessant ist, ist, dass bei uns alle, also ich kenne niemanden, bei uns in den Teams zumindest, die ich bisher gesehen habe, die Berührungsängste haben. Also das ist sozusagen was anderes, wenn man denen sagt, da kommt jemand aus Pakistan, weil das ein super Programmierer ist, dann ist das nicht so, was macht der hier, sondern so, ah, super, ein Programmierer, prima, ja, den brauchten wir noch. Das ist, glaube ich, schon was die Branche auszeichnet, dass wir eben den internationalen Blick haben, aber auch, dass die Leute, die da arbeiten, eine hohe Offenheit haben. Vielleicht nicht, also ein bisschen anders als vielleicht in manchen anderen Betrieben das der Fall ist. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil, den viele, die hierher kommen, am Anfang gar nicht so sehen. Also ich habe das schon öfter gehabt, dass die Leute, die aus dem Ausland herkamen, gedacht haben, wo komme ich da hin? Und wie du sagst, das ist wirklich ein Standortmarketing. Auch mal zu verstehen, das kenne ich jetzt sowohl aus Österreich als auch hier, wo alle denken, na gut, man kommt, als der durchschnittliche Amerikaner glaubt, dass wir in Lederhosen mit Bierseideln irgendwie im Holzhaus sitzen. Dann kommt er hierher und findet eigentlich ein modernes, junges Team mit einer internationalen Ausrichtung. Das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo wir noch, sag ich mal, unsere Standortqualität mehr hervorkehren können, sicherlich. Wir kommen schon bald zum Ende. Ich habe noch mal eine letzte Frage, weil das auch zum Thema Fachkräfte und wir haben gerade gesagt, wir müssen uns davon draußen holen. Wie sieht es denn mit Weiterbildung aus? Das ist, glaube ich, was, das bei uns noch relativ unterentwickelt ist. Also einfach sowohl in der Branche, dass man so davon ausgeht, wir bilden uns immer privat weiter. Das ist so das Gemeine, weil wir alle Bock drauf haben und dann liest der Programmierer in seiner Freizeit sozusagen was und der Grafiker guckt sich die neuesten Aufzeichnungen von irgendwelchen Leuten an. Das heißt, wir sind so eine Selbstausbeutungsbranche in diesem Bezug immer noch.
Aber Weiterbildung ist natürlich gerade, wenn man sagt, wir haben jetzt ein bestimmtes Niveau erreicht, jetzt wollen wir darüber hinaus. Und das kann man nicht nur durch Übung am Objekt hinkriegen, sondern man braucht ein bisschen Input. Gibt es von eurer Seite aus da Initiativen in irgendeiner Form? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema, jetzt auch wenn wir keine Weiterbildungskurse machen, klassisch. Aber häufig ist ja auch so, ich kann jetzt nicht mehr eine Weiterbildung suchen, dann gehe ich da hin und bin ich plötzlich schlau, sondern vieles auch Netzwerk, andere Leute hören, Beispiele sehen. Und das passiert zum Beispiel auf der DEFCOM ganz viel. DEFCOM ist eine Tochtergesellschaft von uns als Verband, die haben wir gegründet. Und die macht ja unter anderem nicht nur die bei der Gamescom angedockte DEFCOM, also die Developer Conference, wo dann ich Vorträge hören kann und das Neueste aus den Bereichen mich treffen kann, unterhalten kann. Also das, glaube ich, deckt auch einiges davon ab, was du meinst, sondern die machen auch das ganze Jahr über auf Twitch Talks, wo Leute interviewt werden, Programmierer, Game-Entwickler interviewt werden oder auch ein Tech and Tools Summit, wo man jetzt wirklich zu den Tech-Fragen Input kriegt. Also das sind viele Bereiche und da machen wir als Verband natürlich auch Webinare und verschiedene Angebote. Jetzt nicht direkt für den Arbeitsalltag, wie programmiere ich ein Spiel, aber die Sachen drumherum, sei es rechtlich, sei es Auseinandersetzung. Wir zum Beispiel in ein paar Tagen machen wir Vor- und Nachteile von Abo-Modellen für Entwickler. Was hat das eigentlich für einen Einfluss darauf, wenn ich über Abos, wo ich für einen monatlichen Preis eine ganze Vielzahl an Spiele kriege, was hat das eigentlich langfristig für Folgen für Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler? Also solche Angebote machen wir dann schon. Und freuen uns auch, dass da einfach die Mitglieder in Kontakt kommen und einfach ins Gespräch gehen, weil darüber sich gemeinsam auszutauschen, kommt eben auch ganz viel von diesem Lerneffekt, als wenn man nur in seinem Team mit immer den gleichen Leuten an einer Geschichte arbeitet. Genau, gut. Also da, genau, von denen profitiere ich auch immer, weil da lerne ich immer die Rechtssachen, die sonst keiner beibringt oder die mir sonst nur teure Anwälte für teuer Geld beibringen können. Gut, also ihr seht, es passiert eine Menge. Es passiert vieles über den Game-Verband, es passiert vieles in der Branche. Vielen Dank, Felix, dass du uns da so einen Einblick gewährt hast. Und für euch natürlich gilt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr andere Fragen habt, schreibt es bei uns unten in die Kommentare rein. Wir lesen das, nehmen das auf und arbeiten es dann in Folgen um. Wir werden auch, jetzt wo die Maren leider nicht kommen konnte, die werden wir einfach dann nochmal separat einladen, damit auch bei uns die Diversität ein bisschen steigt und wir nicht nur weiße alte Männer oder mittelalte Männer haben. Und ansonsten, ihr könnt uns natürlich als Podcast hören, wenn ihr euch unsere Gesichter nicht angucken wollt. Ihr könnt uns bei der GameStar sehen. Und wir freuen uns natürlich das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid mit einem neuen Thema. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao.